So, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Nio 2. Heute ist es soweit. Heute präsentiere ich euch mein Klefe-Beile-Hybrid. Bevor wir zum Gameplay überkommen, würde ich euch schon mal hier die Grundwerte zeigen. Einmal Konstitutionswert von 200. Die Klefe skaliert damit, außerdem gibt es einen ordentlichen Lebenspool. Herz und Mut habe ich jeweils 40 gewählt. Das ist wirklich mehr als ausreichend. Wir haben genügend Ki und wir haben auch genügend Ki-Regeneration. Ausdauer von 80. Gibt uns relativ viel Leben. Außerdem können wir unsere schwere Rüstung tragen. Stärke 13, um auch unsere Rüstung verwenden zu können. Geschicklichkeit 69. Ich hatte alle übrigen Punkte hier in dieses Attribut reingelegt, da das meine Ninjutsu-Kraft erhöht. Und die sehr wichtig sind, wenn ich mit bestimmten Ninjutsu-Werkzeugen angreife, um den Gegner schneller zu verwirren. Magie 200. Damit skaliert die Klefe und auch die Beile. Das ist ein sehr wichtiger Attribut. Ich sollte das genau so umsetzen, wie ich das hier jetzt gemacht habe. Wir haben knappe 8300 Lebenspunkte. Das ist wirklich eine stolze Zahl. Wir spielen das mit einer Beweglichkeit von B. Wir haben einen Angriff von 7148. Unsere Zweitwaffe macht immerhin auch nochmal 6800. 100 Angriffspunkte. Außerdem spielen wir das mit einer Zähigkeit von A, einer Verteidigung von irgendwas über 10.000 und einem physischen Schutz von 23,5. 23,5 ist ein Wert, mit dem wir uns in dem Tanky-Bereich, in den schweren Rüstungsbereich bewegen, was auch Voraussetzung ist, da ich mit solchen Angriffsbuffs spiele, die unter anderem auch meine Verteidigung enorm schwächen. Da brauche ich einfach diese schwere Rüstung, um wenigstens noch den ein oder anderen Schlag aushalten zu können. Außerdem ist es ja so, dass im Weg des Nio, beziehungsweise in der Untergrund, auch in den Bildrollen der Verdammten danach, die Gegner schon einiges an Schaden anrichten und selbst mit einer schweren Rüstung ist es nicht mehr so leicht, das zu überstehen. Aber hier mit dem Bild kann man es. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Gameplay über. Bis gleich. Yeah.
So, da würde ich sagen, willkommen zurück. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Für den einen oder anderen, der vielleicht noch etwas skeptisch ist, ob das Bild für ihn gut genug ist, den kann ich empfehlen. In die Videobeschreibung werde ich einen Link mit einer Playlist posten. Da habe ich diverse Untergrundkämpfe, Streams und auch die Preview zu dem Glefe-Beile-Apokalypse-Bild. Ich denke, da könnt ihr euch dann bestimmt davon überzeugen, dass es für euch vielleicht gut genug ist. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Bild an. Wie ihr sehen könnt, spiele ich das hier mit der Brecher des bösen Glefe aus folgendem Grund. Diese Glefe hat Reinheit von Grund auf drauf, was uns ermöglicht, beim Blocken auch KI-Impulse durchzuführen, und das finde ich mega praktisch. Alternativ könntet ihr den Phönix Flügelklebe verwenden, auch die wäre mit Reinheit. Außerdem wäre die noch etwas stärker als die Brecher des bösen Klebe. Ich habe Angriffsbonus Konstitution drauf, um nochmal einen Angriffsbonus zu bekommen. Schaden durch Rangel diesmal nicht als Sternperk, 2,4%. Denn ich habe mich für den Weg des Neo entschieden, mehr auf den Kieschaden zu gehen. Deswegen habe ich hier ein Sternberg mit Kieschadenfähigkeit 19,8% drauf. Alternativ würde auch Nahkampf-Kieschaden funktionieren. Ihr könntet natürlich, wenn ihr Glück habt, gibt es natürlich diese Kleven auch mit beiden hier. Schaden durch Rangeln und Kieschaden als Sternperks. Wäre natürlich zu empfehlen, wenn ihr beides bekommen könnt. Kieschatten-Zyklon habe ich noch drauf, um eine bestimmte Fähigkeit, in dem Fall Zyklon, nochmal mit 9,9%. Kieschaden auszustatten. Das Ganze spielen wir mit der Gunst Susano. Wer mein Bild aus dem Traum des Weißen kennt, der weiß, dass ich da mit der Benzeitengunst gespielt habe, die auch den 6er Bonus Vielseitigkeit enthält. Ich bin aber hier auf die Gunst Susano umgestiegen. Ich werde euch gleich anschließend zeigen, wieso. Ganz wichtig, macht den Vertrautheitsbonus auf die Waffe drauf. Das sind knapp 50%. Das bedeutet, wenn ihr Gegner besiegt, wird sich eure Waffe wieder schneller mit Vertrautheit füllen, was euch ermöglicht, sogar im Bosskampf oft zweimal den Seelenreinigungstalisman zu verwenden. Der Seelenreinigungstalisman bufft eure Nahkampfangriffe, ich glaube, um rund 45%. Fähigkeiten habe ich sogar schon mit 50% Angriffserhöhung gesehen. Deswegen ist das ein ziemlich nützlicher, Omniomagie-Talisman. Und dafür ist ganz einfach hier der Vertrautheitsbonus wichtig, dass ihr den mit drauf habt. So, schauen wir uns die Gunst Susano an. Gesundheit 370 Punkte. Erlittener Schaden von 6% ist ein ziemlich wertvoller Perk. Außerdem die Ki-Regeneration von 10% und die Verteidigung erhöhen bei Reinigung. Das alles macht schon allein aus den 5 Gründen, also diese Gunst besser als die Benzeitengunst. Der 6-Teile-Bonus wäre dann wie bei der Benzeiten dasselbe mit Vielseitigkeit, was euren Angriff erhöht. Hier sind je nachdem welchen Stack ihr habt, bis zu 50%. Als nächstes kommen wir dann zu unserer Zweitwaffe, das wären die Beile mit stolzen 6817 Angriffspunkte, kann sich aussehen lassen. Auch hier habe ich wieder eine Reinheitswaffe gewählt, damit ich auch blocken kann. Kieferbrauch beim Abwehren kann auch ziemlich nützlich sein bei den Beilen. Fähigkeits-KI-Schaden hoch, da wir eigentlich bei den Beilen hauptsächlich die hohe Haltung verwenden. Schaden durch Rangeln habe ich hier mit drauf als Sternperk. Die Beile sind wirklich sehr gut, wenn es ums Rangeln geht, und 20% kann sich sehen lassen. Alternativ würde ich euch empfehlen, Schaden durch Rangeln und Kieschaden noch drauf zu lassen als Sternperk. Ich habe die perfekten Beile schon. Leider muss ich die noch in Susano umwandeln. Wenn ich das geschafft habe, werde ich euch die vielleicht mal anschließend in einem Stream oder einem Video zeigen. Gesundheitsentzugfähigkeiten, das heißt, wenn ich Gegner angreife mit Fähigkeiten, dann bekomme ich einen bestimmten Gesundheitszuwachs zurück, je nachdem wie viel Schaden ich denen auch anrichte. Auch als Sternperk ist es zu gebrauchen. Wenn es kein Sternperk ist, müsst ihr es nicht unbedingt drauf haben, dann ist es ja nicht so viel. Hier wieder Gunst Susano und Angriffsbonus Konstitution. Fernkampfwaffen werden jetzt hier auch beide als Gunst Susano, einfach dass wir unsere 5-Teile-Bonus zusammenbekommen, mit dem Helm dann den 6-Teile-Bonus. Was wichtig zu erwähnen ist, was auf beide Fernkampfwaffen drauf muss.
Das ist dieser Perk hier, Schadensbonus Beweglichkeit. Der muss auf beiden drauf, denn der wird euren Nahkampfangriff auch nochmal etwas erhöhen. Dann habe ich den japanischen Kronehelm. Könntet ihr auch andere wählen. Ich habe jetzt den hier, denn er gibt mir eine Autoregeneration. Gegner ohne Ki. Erlittener Schaden, Hinterhalt 14,9%. Angriff habe ich mit drauf. Angriff, ganz wichtig, das muss auf alle Rüstungsteile drauf. Ist ganz wichtig, ohne das funktioniert es nicht. Das gleiche hier, ihr solltet versuchen, immer den Nahkampfschaden bzw. den Fähigkeitsschaden, den Nahkampf-Ki-Schaden oder den Fähigkeits-KI-Schaden als Stern-Perks auf die Waffe zu bekommen. Solltet ihr das Pech haben und ihr habt vielleicht nur eins der beiden als Stern-Perk, dann könnt ihr das andere ab Weg des Nio draufrollen. Also ihr könnt jetzt auch Ki-Schaden draufrollen. Ist dann etwas kleiner, aber das macht nichts. Besser als gar nichts. So, dann kommen wir zum zweiten Set. Das wäre hier immer noch der Krieger des Ostens. Der ist geblieben aus dem Traum des Weißen. Und auch hier ist es ganz wichtig. Fähigkeitsschaden oder Nahkampfschaden. Sternperk und Nahkampf-Ki-Schaden. Wir können jetzt ab dem Traum des Nio natürlich auch auf schweren Rüstungen ein Ki-Schaden auf die Rüstung bekommen. Entweder durch Sternperk oder durch Vergüten beim Schmied. Würde euch natürlich empfehlen, das wieder als Sternperk zu haben. Ganz wichtig, das sollte so hoch wie möglich sein, damit ihr über genügend Schaden verfügt. Angriff muss wieder hier mit drauf. Auf eurem Rüstungsteil kommt dann auch die Gesundheitsregeneration, Amrita-Absorption mit drauf. Außerdem hier der erlittene Elementarschaden, Verteidigung. So, dann wären wir beim Handschuh. Auch wieder Krieger des Ostens. Da habe ich Blitzschutz, da es viele schwere, starke Blitzbosse gibt. Erlittener Elementarschaden, Verteidigung. Auch hier wieder den Angriff. KI-Schaden, Fähigkeit, alternativ auch Nahkampf-KI-Schaden, sind sogar stolze 8%. Nahkampfschaden von 5,9%. Und auch hier habe ich nochmal ein bisschen Gesundheit von 80. Hier habe ich Omnium-Magie-Kraft mit drauf gewählt. Da könntet ihr jetzt alternativ zum Beispiel auch einen Blitzschutz oder so drauf machen. KI-Regenerationsbonus, Amrita-Anzeige. Fähigkeitsschaden mit Sternperk. Und hier Gesundheit. Es ist leider noch genau das Rüstungsset, was ich in Traum des Weißen verwendet habe. Das konnte ich leider noch nicht austauschen. Ich habe wirklich stundenlang gefarmt. Ich hätte hier wirklich wahnsinnig gern auch einen Stern per Kieschaden. Habe ich leider noch nicht bekommen. Deswegen habe ich ihn selber draufgerollt. Kieschadenfähigkeit 5,9% auf schweren Rüstungen. Per Vergüten beim Schmied. Auch hier wieder den Angriff. Könnt ihr auf Handschuhen übrigens einfach drauf rollen. Auf allen anderen Teilen müsst ihr es übertragen. Beinschiene des Krieger des Ostens, Laufgeschwindigkeit. Auch hier wieder den Angriff. Kieschadenfähigkeit 8%. Fähigkeitsschaden 7,9%. Ansturmgeschwindigkeit. Und die schnelle Erholung. Die schnelle Erholung wäre bei meinen. Ich habe zwei Schutzgeister zur Auswahl. Einmal den Atlasbär, noch einen anderen. Wenn ihr den Atlasbär drin habt, dann benötigt ihr diese schnelle Erholung nicht. Da ich aber auch mit dem anderen Schutzgeist primär spiele, habe ich die zusätzlich mit draufgerollt. Es ist je nachdem, wie ihr euch entscheidet. Entscheidet ihr euch primär für den Atlasbär, dann braucht ihr die schnelle Erholung nicht mit drauf machen. So, dann kommen wir zum Accessory. Die Accessory ist egal, welche Gunst ihr drauf habt. Ich habe hier zwei verschiedene Günste gewählt, damit ich nochmal den Lebenspool dazu bekomme. Hier könnte ich noch eine neue Gunst wählen. Dann hätte ich einen höheren Lebenspool. Alternativ könntet ihr auch einfach zum Beispiel eine Gunst wie hier, habe ich zum Beispiel Marias Gnade. Da ist dieser Perk hier verringerte Verteidigung bei Ninjutsu. Wenn ihr den Gegner mit Ninjutsu-Gegenständen trefft, dann wird sich die Verteidigung des Gegners über einen gewissen Zeitraum schwächen, ähnlich wie ein Schwächetalisman. Dann hättet ihr zwar etwas weniger Leben, allerdings könntet ihr dann auf den Schwächetalisman verzichten. Ich verwende den Schwächetalisman, damit ich den Lebenspool mitnehmen kann. Ganz wichtig, Fähigkeitsschaden habe ich jetzt mit drauf. Alternativ, ich habe hier jetzt Angriff erhöht, Gegner ohne Ki, das ist ein sehr wertvoller Perk. Könntet ihr anstatt den Fähigkeitsschaden noch Angriff erhöhen, gegen Gegner gereinigt drauf machen. Also
wie ihr möchtet, wie ihr es bekommt. Ist ja immer ein bisschen Glück, was für ein Accessory bekommen wir bekommen. Da ich aber keine Mitreinigung hatte, habe ich hier den Fähigkeitsschaden gewählt. Also es ist ein relativ echt gutes Yasakani Magatama. Gesundheitsregeneration kommt hier wieder mit drauf. Anima-Ladung ist immer nicht schlecht. Dann könnt ihr öfters eure Seelenkerne einsetzen. Gereinigt Gegneransammlung kann man auch noch mit drauf machen. Alternativ könntet ihr auch wieder Vertrautheitsbonus für eure Waffe draufrollen. Ich habe mich jetzt hier für die Reinigung entschieden. Kommen wir zum nächsten. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ihr braucht auf alle Fälle auf einen Accessory immer diesen Perk. Geringere Set-Voraussetzung, also ihr braucht ein Ausrüstungsteil pro Set weniger, um halt einen Stack voll zu bekommen. Zum Beispiel hier bräuchten wir 5 Teile, wir haben jetzt nur 4 Teile, weil ich jetzt hier geringere Set-Voraussetzung habe, reichen die 4 Teile, um den 5er-Bonus mitzunehmen. So, mein zweites Accessory wär ein Magatama. Anima-Ladung unversehrt. Das heißt, wenn ich unversehrt bin, habe ich 5,8% mehr Anima-Ladung. Gereinigt-Ansammlung Gegner habe ich hier wieder mit drauf. Hier habe ich mich dann auch entschieden, den Vertrautheitsbonus drauf zu machen, um noch schneller meine Waffe in Kämpfen mit Vertrautheit zu füllen und dann den Seelenreinigungstalisman zu verwenden. Nahkampfschaden gegen Gegner ohne Ki 19,3 und hier hätten wir dann den Nahkampfschaden gegen Gegner gereinigt. Also es wäre auch so ein perfektes Accessory. Längere Aufhebung vom Flüchen. Damit kannst du den positiven Flucheffekt eines Feindes, Fluch des Dämons, Fluch des Weißen, Fluch des Nio für eine längere Zeit aufheben. Auch ein relativ guter Perk. So, die Rolle der Verdammten habe ich gewählt. Also was zu empfehlen wäre, Nahkampfschaden, Fähigkeitsschaden wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ihr alternativ zum Nahkampf oder Fähigkeitsschaden, da könntet ihr auch den Hauch des Todes erhöht den zugefügten Schaden von Nahkampfangriffen gegen Feinde ohne Ki beim Durchbohren und beim Todesstoß entsprechend den Ki-Schaden. Wäre auch eine Möglichkeit, die Übersetzung soll laut Dani die etwas falsch sein, also ihr bekommt grundsätzlich je nachdem wie hoch euer Ki-Schaden ist, Nahkampfschaden dazu, auch nicht gerade wenig. Und wenn der Gegner ohne Ki ist, dann erhöht sich dieser Nahkampfschaden nochmal entsprechend. Also es ist sogar besser als 5% Nahkampfschaden oder 6% Nahkampfschaden. Also das wäre sogar noch ein besserer Perk. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Ich habe dann noch den Angriff erhöhen Gegner ohne Ki drauf. Auch nochmal wertvoll. Ich habe hier die ultimative Magie, um beide mystischen Künste der Magie ausrüsten zu können. Ich habe die mystische Dyadik Lewe, die ist auch wichtig, um beide mystischen Künste ausrüsten zu können. Und ich habe hier den Weg des Gnadenlosen. Das ist nicht Pflicht. Ich habe es gewählt. Es erhöht den Schaden von Nahkampfangriffen und beschleunigt die Ki-Regeneration. Also es ist wirklich ein verdammt starker Perk. Weg des Gnadenlosen. Ich habe mal gehört, es sollen so rund 30% sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Im Gegenzug erhöht dies auch stark jeden von dir erlittenen Schaden. Das soll auch den erlittenen Schaden um rund 30% steigern. Also das heißt, wir bekommen 30% höhere Schäden. Aber auch da kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Das weiß ich nicht. Ist aber nicht wenig. Deswegen überlegt euch das. Alternativ könntet ihr auch einen anderen Perk auswählen, der euch vielleicht besser gefällt. Ich habe den gewählt. Ich würde sagen, als nächstes kommen wir dann zum Schrein. Schauen uns den Schutzgeist und die Seelenkerne an. Wie schon erwähnt, bin nur mal auf die Taste gekommen, habe ich jetzt 2 primäre Schutzgeister zur Auswahl. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet. Einmal hier den Wildling. Sohaya oder wie man den ausspricht, das ist wirklich ein verdammt guter Schutzgeist. Anima Ladungsbonus Gesamtschaden. So, erhalten Anima gemäß dem Gesamtnahkampfschaden, den du Gegner zufügst. Der Gesamtwert wird zurückgesetzt, wenn du Schaden nimmst oder an einen Schrein betest. Also ist wirklich ein sehr guter Perk. Bekommt dann mehr Anima, erlittener Elementarschaden nochmal 10%. Aufhebung von
Verwirrung, 100%, das ist wirklich verdammt gut, ne? Also, ich weiß nicht, ob man euch überhaupt verwirren kann, wenn ihr diesen Schutzgeist habt. Ich wurde noch nicht verwirrt. Vielleicht ist der Sake dann überflüssig. 100% heißt eigentlich für mich, ihr könnt nicht verwirrt werden, ne? So, Ki-Regenerationsbonus, Amrita-Anzeige. Und Yokai-Kampftaktiken. Taktiken erhöht den Nahkampf- und Ki-Schaden, den du Yokai-Feinden zufügst. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber könnten auch so um die 5% sein. Vielleicht sind sogar 6%, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht kann es jemand in die Kommentare schreiben. Ki-Verbrauch, Yokai-Wandel, Seelenkerne. Wer hier. Der Namahage drin, Nahkampfschaden Gegner ohne Ki 7,2%. Was auch noch hier nicht schlecht ist. Gehen wir mal rüber. So. Anima-Bonus, also der Schaden, das heißt, wenn wir Schaden bekommen, bekommen wir mehr Anima zurück. Geringere Einstimmungskosten kann ich euch empfehlen und Yokai-Wandel verlängert, falls ihr in den Yokai-Wandel rüber geht. So, dann kommen wir zum Nopepo. Ich habe hier wirklich sehr schöne Nopepo sehen gern. Nopepo ist Pflicht. Damit ihr den Fleischeszorn im Team habt, der eure Nahkampfangriff um rund 50% erhöht und mit allen anderen Angriffsverstärkungen kombinierbar ist. Gesundheitsregeneration, Amrita-Absorption, Angriff haben wir hier nochmal mit drauf, Anima-Ladung haben wir mit drauf und hier Nahkampfschaden gegen Gegner gereinigt von 3,3%. Das ist wirklich sehr guter Nopepo-Seelenkern. So, dann hätten wir hier den Onryoki-Seelenkern. Den Onryoki-Seelenkern habe ich gewählt, da ich ja mit diesem Perk auf der Bildrolle spiele, die zwar meinen Angriff erhöht, aber auch meine Verteidigung enorm schwächt. Deswegen habe ich hier diesen Seelenkern gewählt, denn der gibt mir erlittenen Schaden beim Angriff minus 21,5%. Die merkt man wirklich. Anima-Bonus nochmal, erlittener Schaden von AA, also ist wirklich ziemlich gut. Die Jutsu-Kraft wird erhöht und auch hier nochmal ein wirklich sehr guter Onryoki-Seelenkern für dieses Bild, denn wir bekommen 3,3% Nahkampfschaden gegen Gegner gereinigt. Ausrüstungsbilanz, Yokai-Wandel ist jetzt keine Pflicht. So, alternativ könntet ihr auch, wenn ihr auch kein Wildling spielen wollt, könntet ihr den. Wo haben wir den? Den Atlasbär wählen. Ihr seid vom Schaden her mit beiden ungefähr gleich. Man merkt keinen größeren Unterschied. Was es hier gibt, Schadensbonus, niedriges Ki. Also im niedrigen Ki-Bereich bekommen wir, je nachdem, ob wir unter 50 oder unter 10% sind, nochmal ein Schadensbonus. Wir haben die schnelle Erholung drauf, wie ich gesagt habe. Wir haben Nahkampfschaden von 5% und wir haben Gesundheitsentzug beim Rangeln mit drauf. Dieselben Seelenkerne, wie ihr sehen könnt. So, dann kommen wir zum sekundären Schutzgeist. So, geht es jetzt nochmal? Hier, R1. Da habe ich den Makami drin, ganz einfach, weil wir, egal welchen von beiden Schutzgeistern wir primär ausgerüstet haben, wir einen Todesstoßschaden von 6,2% haben. Deswegen ist der Makami Pflicht. Dann hätten wir das auch uns angeschaut. Jetzt geht's rüber zum Teehaus. Da werde ich euch jetzt meinen Clan zeigen. It's always nice to see a customer. So, das wäre dann mal Eder Clan, wie ihr sehen könnt. Stichschaden von 8%. Stichschaden ist jetzt nicht nur bei Speeren, auch beim Todesstoß, wenn ihr ein Gegner einen Todesstoß verpasst, da kommt auch dieser Stichschaden mit rein. Außerdem, wenn ihr einen Rangler erfolgreich durchführt, dann wird die Verteidigung des Gegners, also wenn er komplett kein Ki habt und ihr fügt ihn sozusagen den Yokai diesen Rangler durch, um 100% gesenkt. Was dann auch im Koop-Modus für eure Koop-Partner von Nutzen sein kann, denn dann haben sie auch einen erhöhten Schaden. Ist wie ein Schwächetalisman, so könnt ihr euch das vorstellen. Hätten wir das. So, dann gehen wir mal zu den Fähigkeiten. Kralle, Schleichangriff aus dem Nichts. Da fehlt mir noch was. Da muss ich noch was mit drauf machen. Ist wichtig, dass ihr immer da die Fähigkeitenanpassung anpasst. Erhöht den Kieschaden und Kieschaden Schaden. Kieschaden bestimmter Fähigkeiten gegen diese Elemente. Ja, können wir dazu machen.
So, Flächenbrandkraftfluss und Sturmwindkraftfluss bei der Glyphe. Das sind zwei mystische Künste. Durch die Dyade haben wir beide ausgerüstet. Das ist auch Pflicht. Ihr braucht die mystische Dyade. Erhöht deine Angriffskraft um eine Stufe, wenn du Haltung wechseln, Vergeltungsschneide oder Klinge einsetzt. Wurde deine Angriffskraft fünfmal erhöht, halte Viereck gedrückt, um einen Gegner mit einem verheerenden Schlag anzugreifen. Das wäre der Flächenbrandkraftfluss und das ist die stärkste Attacke, die die Glefe hat. Eine wirklich verdammt starke Attacke. Das ist nicht ganz leicht, man muss da ein bisschen mit dem Haltungswechseln üben. Ich werde da demnächst, je nachdem wie ich schaffe, noch einen Combo-Guide machen. In meinen Videos oder auch in meinen Streams habe ich das wirklich schon sehr oft erklärt, wie das funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, ist aber wichtig, denn jedes Mal, wenn ihr die Haltung erfolgreich wechselt und den Gegner natürlich auch trefft, also erst in der oben, dann in der mittleren oder erst in der unten, dann unteren, dann in der mittleren trefft, dann erhöht ihr diesen Stack bis zu 5 Mal, wird dann der Angriff erhöht und der Sturmwindkraftfluss wäre das gleiche, nur hier verringert deinen Kieferbrauch um eine Stufe und auch das ist Pflicht bei der Glyphe. Ihr könnt umso höher euer Stack wird, umso weniger Key benötigt ihr für die Angriffe und da könnt ihr irgendwann wirklich richtige Kombos auf den Gegner niederprasseln lassen und habt kaum Kieferbrauch. So, hohe Haltung. Ganz wichtig ist immer Fähigkeitenanpassung mit Viereck. Immer irgendwelche Schadensbonus oder andere diverse Vorteile auf einzelne Angriffe übertragen. Hier habe ich den Zyklon, der hat ja auch noch diesen Kieschaden. Haltung wechseln, Schneide. Haltung wechseln, Klinge. Chaosbogen, eine meiner Lieblingsattacken, sehr stark. Ich vermute, dass er noch genervt wird. Leere Vergeltung, auch eine sehr gute Attacke. Fokussierte Vergeltung, eine sehr starke Attacke. Himmlische Vergeltung. Der mittleren wieder der Zyklon. Geistige Schneide wäre vielleicht auch eine Überlegung. Aber ich lasse den Zyklon hier drin. Haltung wechseln, Vergeltung. Haltung wechseln, Klinge. Wind gepeitscht, auch eine sehr tolle Attacke. Blendende Schneide. Kurzzeitige Schneide. Vergängliche Klinge. Haltung wechseln, Vergeltung. Haltung wechseln, Schneide. Keine Aktion, da habe ich noch nichts erlernt. Und wirbelnde Klinge, damit können wir schon die Fernkampfangriffe zurückschicken. Und der Pfad der 3. Für die untere Haltung finde ich die auch ziemlich nützlich. Dann gehen wir mal zu unserem Talentbaum. Von der Glyphe ganz wichtig zu erwähnen, es gibt hier diverse Punkte. Wenn du eine Glyphe als Hauptwaffe ausgerüstet hast, hast du dein Leben auf 30% oder weniger fällt, verringert sich dein erlittener Schaden. 15, 10, 5%, sowas immer schön erlernen. Das gleiche hier, deine Ki-Regeneration steigt, schön erlernen. Hier steigt dein Nahkampfschaden, also schön erlernen. Hier steigt der Durchbohrschaden, also solche Sachen immer die Punkte investieren. Und dann natürlich dementsprechend genügend Fähigkeiten erlernen, wie ich sie euch schon vorgeschlagen habe. Am besten, je nachdem, was euch halt taugt. Ich habe euch da mal ein bisschen einen Vorschlag gebracht, hier Todesstoßschaden, dass ihr halt in jeder Haltung einfach über genügend Angriffe verfügt, ne? Genügend erlernen, deswegen macht auch immer schön das Dojo. So, dann kommen wir jetzt zu den Beilen. Hier gilt das gleiche wieder, überall mit Viereck, Fähigkeitenanpassung, diverser Schadensbonus oder anderer Vorteile auf die einzelnen Fähigkeiten hinzufügen. So, Schleichangriff, Kralle, heranziehender Sturm, unermüdlicher Wurf, der Schaden beim Wurf mit Ballen wird bei größerer Entfernung nicht mehr verringert, Todeshagel der hohen Haltung. Durchdringender Wurf, sehr nützliche und starke Attacke. Dämonenfallkerbe für den Susanoo. Vielseitigkeitsbuff. Libelle, dasselbe. Geölter Blitz, auch eine sehr starke Attacke. Tod von oben. Dämonenfallkerbe. Libelle. Wütender Wolf. Doppelwurfschatten.
Da habe ich nichts. Felsbrecher. Auch ein sehr starker Angriff. Drehende Krabbe in der Tiefen. Schatten des Adlers. Wütender Wolf. Kettenwurf. Ja, beißender Hakel. So. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Punkt, zu den Ballen. Also, nachdem ihr die Balle nur als Zweitwaffe habt, benötigt ihr diese Punkte nicht unbedingt. Außer ihr habt vor, mal diese Waffe als Hauptwaffe zu verwenden. Da ich diese Waffe auch hin und wieder als Hauptwaffe ausrüste, habe ich das natürlich erlernt. Außerdem natürlich genügend eurer Lieblingsfähigkeiten erlernen. So, jetzt überlege ich kurz noch, ob wir irgendwas vergessen haben. Wir haben das Bild, wir haben die Seelenkerne, wir haben den Schutzgeist, wir haben den Clan, wir haben die Fähigkeiten. Ich würde sagen, wir haben alles. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da, abonniert meinen Kanal. Mein YouTube-Kollege Dani D und ich, wir haben noch ein Solzelike-Discord mit sehr vielen, die auch Nioh 2 spielen. Könnt ihr gerne dazu joinen. Ich werde den Link zu diesem Discord in die Videobeschreibung posten. Außerdem gibt es noch einen Link mit einer Playlist, wo meine ganzen Builds vorhanden sind. Da könnt ihr auch das Glefe-Bild für Traum des Starken, Traum des Dämon und Traum des Weißen anschauen. Falls ihr noch nicht so weit seid, seht ihr, wie ich mein Bild verändert habe, um es für den Traum des Nioh stark genug zu machen. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.